Ein herzliches Hallo zurück, liebe Simulations- und Snakebite-Freunde. Wir befinden uns wieder mal in der Luft, in der 14B Tomcat. Und wir werden, wie versprochen, vom letzten Video das nächste, ja, wie soll ich sagen, kurzes Einführungsvideo machen in die Luft-zu-Luft-Betankung und die Carrier-Landung heute. Ja, ich habe versucht, die besten Aufnahmen rauszupicken. Ich muss ehrlich gestehen, die Luftbetankung mit der F14 erweist sich als sehr schwierig. Also ihr dürft es nicht vergleichen, wenn ihr eine Viper fliegt oder eine Hornet, da seid ihr um Längen schneller dran. Die Problematik von der F14 ist eigentlich die Flügelposition. Ja? Das kleine Tipp am Rande, Flügelposition, wie schon im letzten Video auch kurz erklärt, ihr müsst von der Sweep-Position in die Bombing-Mode Flügel-Einrastposition gehen. Das machen auch die echten F-14 Tomcat-Piloten, wobei es heutzutage ja fast keine mehr gibt. Weil ihr könnt die Schüssel so viel ruhiger halten. Ja? Das heißt unbedingt das Wichtigste, bevor ihr das Kommando gebt, dass ihr auftanken wollt, ist Bombing-Mode rein und trimmt die Maschine bis in die Unendlichkeit so aus, dass ihr mindestens 5 Sekunden den Joystick nicht bewegen müsst und die Schüssel bleibt gerade. Ihr seht es auch im Monitor gerade. Sobald ihr hinten von den Triebwerken kommt am Tanker, rüttelt sich die Schüssel zu Tode. Also es ist irrsinnig schwer, die Position zu halten. Ihr müsst auch wie im Staffelflug selbst die quasi Fingertipp-Position einnehmen am Joystick, das heißt nicht mit der ganzen Handfläche, auch ein weiterer Tipp, sondern wirklich nur mit zwei Fingern minimal korrigieren. Korrigiert ihr zu viel, seid ihr weg. Aber wenn ihr dann soweit seid und habt das Ganze ausgetrimmt, ihr seht es dann eh, die Außenposition von der F14, also jedes Mal, wenn ich persönlich die F14 sehe, ja, verliebe ich mich noch mehr in die Maschine. Es ist einfach ein Traum auch von meiner Kindheit. Wie berühmt natürlich Top Gun gesehen, seitdem lasst mich die F14 nicht wirklich los. Wenn es euch genauso geht, dann übt das Ganze so oft wie möglich. Das kann sich um Stunden oder Tage handeln, bis ihr wirklich korrekt mal einfädelt in das Ganze. Und das werdet ihr auch gleich sehen, wie lang das wirklich dauert. Ich habe ein bisschen was Witziges reingeschnitten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, bis es mal endlich soweit ist. Und wenn wir es geschafft haben, sehen wir uns bei der Carrier-Landung. Bis gleich. Little left. Use the force, Luke. Your number still 911? All righty then. Little left. This basket just doesn't like us today. A few inches later. Day 2, day 3, day 4. A few moments later. One eternity later. Piece of cake, man, you got this. You can do it, man. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Just a bit to the left. We're in. Thank you, Tanker. We love you. Ah, shoot. Whoops. Contact. You're taking fuel.
Duck him dry. Whoops, you almost had it, man. Could you pay me in advance? Little left. Keep her steady. Plugged and taking fuel. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan hoor, ik bedoel, meneer, maar moeten we nu nog antwoorden of niet, want... Little left. Contact. You're taking fuel. Nice, that's gonna put our thirst out. Hallo und willkommen zurück. Ich hoffe, es hat euch ein wenig amüsiert, die Zwischenschnitte. Es war, naja, ihr könnt euch schon vorstellen, ziemlich frustrierend das Ganze. Es ist wirklich nicht aufgeben und das Beste bei der Luftzug bedanken ist, macht einige Pausen oder macht es am nächsten Tag weiter, weil ich hatte es sehr frustriert. Ich war kurz vorm Verzweifeln, aber ja, in der Ruhe liegt die Kraft. So, wir kommen jetzt zur Carrier-Landung. Was müssen wir da beachten? Natürlich Fahrwerk hinaus, den Fanghaken natürlich auch hinaus. Das gleiche wie bei der Luft-zu-Luft-Betankung, sorry, ist üben. Ja. Ich finde die Landung wesentlich einfacher als die Betankung. Das einzige, was euch passieren kann, ist, ihr kommt zu niedrig rein oder ihr kommt zu hoch rein. Zu niedrig ist meistens, ihr landet im Flugzeugträger, und zu hoch, ja, Afterburner rein, Fahrwerk wieder hinein, die gleiche Routine, einmal die Kurve fliegen und dann das Ganze nochmal probieren. Das heißt, auch da oft üben, bis das ins Blut übergeht. Ist jetzt beim ersten Versuch gerade, da komme ich zu niedrig rein, werde ich auch noch kurz mit dem Fahrwerk sogar die Landekante berühren. Aber es ist trotzdem keine Bruchlandung. Ich wollte euch nur zeigen, dass das nicht immer so perfekt gelingt, wie man sieht. Jetzt ist dass der Fanghaken erwischt. Aber okay, es war eine Landung. Ja. Zweiter Versuch ein bisschen besser. Ihr könnt euch orientieren ja auch an der Flughöhenhilfe oben, den horizontalen und vertikalen Strich. Ihr habt dann links noch auf die Kontrollleuchten eine
ja, Mittel- zu Niedrig- oder zu Hochposition, also neben der Nose Wheel Extended Lampe, habt ihr Rot, Gelb und Grün. Das Gelbe müsst ihr treffen, dann seid ihr genau in der perfekten Höhe. Ihr müsst auch schauen, dass ihr das Flugzeug die ganze Zeit in einer leicht schrägen Anflugposition haltet. Ja. Ich habe das eh ganz am Anfang gesehen, deshalb wollte ich das in der Außenkamera kurz zeigen. Übt ihr mal einfach, in dieser Schräglage zu bleiben. Also, dass wirklich der Arsch ein bisschen weiter runter geneigt ist, so dass der Fanghaken natürlich als erstes einhakt. Ja. Die Position solltet ihr üben, dass ihr die haltet. Ansonsten, Flügelposition braucht ihr eigentlich nichts anderes, könnt ihr im Automodus lassen. Wie gesagt, Fahrwerk raus, Haken raus. Flaps könnt ihr auch rausgeben. Hab's nicht gebraucht, muss ich ehrlich sagen. Aber einfach wirklich üben. Ja. Also da kann man auch nicht wirklich dazu viel mehr sagen. Das ist eine reine Übungssache. Und wie bei der Luftbetankung einfach nicht verzweifeln dran. Wobei das wirklich ja, nicht wirklich schwer ist. Ja. Da seht ihr eh unten. Den gelben Kreis ist die perfekte Mittelposition. Noch schwieriger wird das Ganze natürlich in der Nacht. Jetzt werden wir den zweiten Landeversuch gleich tätigen. Der ist mir ein bisschen besser gelungen. Mal gleich schauen. Da passt die Höhe, bin ich noch immer ein bisschen zu. Schwierig ist auch einzustufen. Man glaubt immer, man ist zu schräg am Flugzeugträger. Da komme ich auch zu schräg rein, das jetzt die Landebahn ist eher links gehalten. Das heißt, von der rechten Seite am Schluss nach links korrigieren ist immer die bessere Wahl, dass man wirklich auch schön gerade die Landebahn trifft. Ja, warum ist die F-14 allgemein schwieriger zu fliegen als alles andere in DTS von den neueren Jetfliegern? Die ist einfach ja, noch in die Jahre gekommen. Ja, es ist wirklich. Und was natürlich das Schwierigste daran ist, ist diese ständig schwenkenden Flügel. Weil man muss ständig gegenkorrigieren. Andere natürlich Reifenflügel haben das Problem nicht und ihr könnt es viel besser halten und viel weniger korrigieren. Der einzige große Nachteil. Ansonsten, was halte ich von der F-14 selbst, bevor wir zum letzten Landeversuch kommen, ist einfach von der Turbinenleistung selbst, finde ich, und von der Wendigkeit die beste Maschine. Ja. Im Vergleich Hornet ist, ja, man merkt sofort, wenn man auf die Hornet umsteigt, der Wendekreis und auch die Kraft von den Turbinen ist längst nicht da, wo die F-14 ist oder war. Deswegen ist es noch immer mein Favorite. Und was natürlich ein Vorteil, wenn ein zweiter die F-14 gekauft hat, könnt ihr natürlich zu zweit auch damit fliegen. Hornet oder Viper etc. andere ist das eben nicht möglich und natürlich auch viel mehr Spielspaß gegeben. So, wir kommen jetzt schon langsam zum letzten Try, ich geflogen bin. Da seht ihr sehr. Gehe ich weiter rechts diesmal, korrigiere am Schluss noch ein Stück nach links, um schön mittig rein. War jetzt keine perfekte Landung, aber ich finde okay. Und ja, wenn wir gelandet sind, wollte ich auch noch kurz zeigen, klar, den Haken nach rechts rasten und dann wieder einfahren. Ich werde natürlich wieder mal dieses Video nachsprechen, weil ich habe 3 Wochen kein Internet gehabt, das heißt, ich habe die Aufnahmen schon getätigt und haben mir gedacht, ich spreche das dann nach, sobald genau, die Wing-Position wieder in die Oversweep-Taxi-Position, ihr seht, das zieht sich jetzt komplett nach hinten ein, wenn das fertig ist, müsst ihr kurz warten und dann könnt ihr erst in den Extended-Mode rein. Genau. Und dann rasten die wirklich nach ganz hinten ein. Das ist natürlich im Flug nicht möglich, sondern wirklich nur in der parkenden Position. Ja. So ist es das Wichtigste. Genau, da habt ihr nochmal die Anzeige für die Oversweep-Position, Taxi-Position. Und ja, und jetzt das Ganze eigentlich wie beim Autofahren
in den Parkplatz hinein. Genau, das Nose-Wheel-Steering zeige ich auch ganz klar wieder aktivieren, weil sonst könnt ihr natürlich nicht manövrieren. Jetzt bewegen wir uns schön langsam und wieder vorsichtig wie auch beim Starten mit dem Triebwerk, weil wenn es mal schiebt, dann schiebt es richtig die F14. Langsam und mit den Brakes vorne, wie beim Autofahren. Parken. Ein bisschen darauf achten und ständig schauen, wo ist die Spitze und wo ist die Bügelposition bei 14, dass ich. Aber ist eigentlich. Ihr müsst auch nicht in die perfekte Position, um Missionen zu beenden. Es reicht, wenn Park fällt. Geht's sauber. Schaut alles ein bisschen knapp aus, aber eigentlich. Gut, das war's eigentlich soweit. Viel zum Erklären gibt's nicht. Das ist eigentlich so wie bei jedem anderen Dingen im Leben, ist einfach üben. Egal was man macht. Wenn ihr Fragen habt oder eher detailliert was sehen wollt oder über ein anderes Flugzeug, dann sagt mal Bescheid, schreibt es mir in die Kommentare. Und wir sehen uns zum nächsten Video und ich glaube, von der F14 werde ich nicht mehr viel bringen. Ich glaube, wir werden dann eher auf 18. Nicht. Da genauso machen wir Kaltstart und die ganze Prozedur, die von der F14 schon gewohnt, für die Hornet zu. Bis zum nächsten Mal. Bitte euch, bis nächstes Mal. Baba.